Heute schauen wir uns mal ein paar Spiele an, die man gut nach einem anstrengenden Tag spielen kann, ohne sich weiter verausgaben zu müssen. Einige der Spiele gehören zu meinen meistgespielten Titeln überhaupt. Ihr seht hier keine Shooter oder VR-Games, sondern eher Spiele, bei denen es etwas gemächlicher oder rundenweise zugeht und euch keiner hetzt. Das heißt allerdings nicht, dass es hier keine Action oder Spannung geben muss. Alle Spiele lassen sich entweder auf einer der aktuellen Konsolen oder dem PC erleben. Ich liste jeweils die verfügbaren Plattformen. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines, die mit vielen sehr guten Bewertungen aufwarten können. Für hohe Kundenzufriedenheit gibt's ein 30-Tage-Rückgaberecht und Kundenservice einfach per WhatsApp. Jetzt bei gamemachines.de. Wir starten mit Kartenspielen. Und Marvel's Midnight Suns ist tatsächlich eines dieser Kartenspiele. Ich denke, dass es einen guten Einstieg in die Welt der runden Taktik und auch digitaler Kartenspiele bietet. Zusätzlich muss man allerdings auch damit rechnen, sich ziemlich viel mit anderen Charakteren austauschen zu müssen. Es kann nicht schaden, wenn man eine gewisse Affinität zu den Marvel-Charakteren hat, von denen es hier einige sehr bekannte Typen, aber auch so manche kleine Nebenfiguren gibt. Ihr selbst schlüpft in die Rolle von Hunter, den ihr ein Stück weit individualisieren könnt. Anschließend führt euch das Spiel in Erkundungs- und Upgrade-Möglichkeiten außerhalb von Kämpfen ein und macht euch mit vielen Charakteren bekannt, mit denen ihr euch auch anfreunden könnt oder auch nicht. Das Herzstück sind aber natürlich die Kämpfe, von denen es nach der Tutorial-Phase immer einige zur Auswahl gibt, bei denen ihr auch eine eigene Kombination an Helden mitnehmen könnt. Man kann sich bei den Kämpfen alle Zeit der Welt lassen, um Helden neu zu positionieren, Aktionen auszuführen, zu kombinieren und sich mit den Fähigkeiten der Helden und Kartendecks vertraut zu machen. Auch wenn die Figuren abseits von Kämpfen nicht immer top aussehen, so sind die effektreichen Kämpfe ein wahrer Augenschmaus. Etwas, was man von einem meiner meistgespielten Titel hier, nämlich Slay the Spire, leider nicht behaupten kann. Ich habe das Spiel auf Steam, der Switch und über den Game Pass auch auf der Xbox. Da es hier keinen Cross-Save gibt, musste ich auf allen Systemen komplett von vorne anfangen, was ich auch getan habe. Man kommt natürlich schneller voran, wenn man in etwa weiß, was man da tut, aber viele wichtige Karten und Gegenstände müssen auch erstmal in erfolglosen Durchspielversuchen freigeschaltet werden. Slay the Spire ist ein Roguelite, bei dem man von vorne anfangen muss, wenn man gestorben ist. Das Deck aus Angriffen und Verteidigungskarten baut man während jedes Runs auf. Zusätzlich erkämpft oder kauft man Gegenstände, die bestimmte Boni bieten. Nicht alles ist jedoch nützlich und manche Karten oder Gegenstände auch einfach nur schlecht. Das gilt es herauszufinden. Eine Portion Glück gehört auf jeden Fall dazu. Die richtige Strategie und das Abwägen von Risiko und Belohnung ist jedoch umso wichtiger. Was mich erst kürzlich ziemlich gepackt hat, ist der Kartencrawler Ring of Pain. Man kämpft rundenbasiert gegen kreisförmig angeordnete Gegner, ohne jedoch selbst Karten zu haben. Hier geht es primär um die richtige Ausrüstung und das Aufleveln von Attributen, um mit immer stärkeren Gegnern fertig zu werden. Ähnlich wie bei Slay the Spire werden viele Items erst nach eurem Ableben freigeschaltet. Um die eine oder andere Erfahrung reicher und mit der Möglichkeit, mächtige Gegenstände zu finden, geht es dann wieder von vorne los. Hier kann es sich auszahlen, früh Risiken einzugehen, um dann später umso mächtiger zu sein. Wie bei Slay the Spire ist auch hier vieles zufallsgeneriert und auch wenn man den Boss besiegt hat, ist das Spiel noch nicht zu Ende. Stattdessen gibt es neue Spielmodi, Schwierigkeitsgrade, neue Items und neue Gegner. Hearthstone ist ein Sonderfall, denn da man pro Runde ein Zeitlimit hat, ist es nicht ganz so entspannt wie andere Kartenspiele. Die Zeit reicht aber in den meisten Fällen locker aus, sodass es eher selten richtig hektisch wird. Das Spiel wurde über die Jahre immer mehr erweitert und hat heute viele unterschiedliche Spielmodi für Online-Games, aber auch einige Singleplayer-Inhalte, die sich ebenfalls lohnen. Da es Free-to-Play ist, kann man leicht mal reinschnuppern.
Man sollte nur nicht erwarten, in irgendwelchen Ranked Games oben mitspielen zu können, weil man hierfür bestimmte Karten braucht, die wiederum in Packs kommen, die man mit unverhältnismäßigem Zeitaufwand erspielen oder kaufen kann. Beides würde ich nicht unbedingt empfehlen, denn am Ende spielt das Glück hier eine große Rolle. Dicey Dungeons ist kein Kartenspiel, sondern ein Würfelspiel, welches ich erst kürzlich über den Xbox Game Pass entdeckt habe. Es fühlt sich jedoch ähnlich an wie Ring of Pain oder Slay the Spire. Es ist ebenfalls ein Roguelike, bei dem man nach und nach neue Protagonisten freischaltet, die teilweise völlig anders gespielt werden müssen. Die Sounduntermalung hat mir nicht so sehr gefallen, das Gameplay jedoch schon. Sowas kann man auch gut zu eigener Musik spielen, um ein bisschen zu entspannen. Kommen wir mal zu was ganz anderem, nämlich einem friedlichen Aufbauspiel. Dorfromantik gibt's bisher auf der Switch und auf Steam, wo es äußerst positive Bewertungen hat. Man platziert hier hexagonale Kärtchen aneinander, um bestimmte Ziele zu erreichen und wiederum neue Kärtchen freizuschalten. Ich hab's noch nicht so wahnsinnig viel gespielt, fand es aber durchaus gut. Es bietet inzwischen auch am PC Controller-Unterstützung und ist nun auch für Steam Deck verifiziert. Weiter geht's mit hexagonalen Feldern in Sid Meier's Civilization 6. Abgesehen von der Ursprungsversion habe ich alle Civilization-Teile gespielt, die alle ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben. Teil 6 ist sicher nicht perfekt, gefällt mir aber persönlich sehr und ist wie schon seine Vorgänger ein wahrer Zeitfresser. Die Basisversion ist immer mal wieder im Angebot und kann dann als PC-Fassung für schlappe 6 Euro abgestaubt werden. Deutlich teurer ist das Anthology Bundle, welches viele weitere Völker, Anführer und die beiden großen Erweiterungen enthält, welche dem Spiel noch weitere spannende Aspekte, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, hinzufügen. Civilization mag am Anfang etwas überwältigend wirken, aber ich denke, dass das Erkennen, was wichtig ist und was nicht und was welchen Einfluss hat, ein spannender Teil der Spielerfahrung ist. Das Spiel bietet unheimlich viele Möglichkeiten zu spielen, wie ihr möchtet. Ihr könnt eure Zivilisation von Anfang an selbst aufbauen oder bestimmte Szenarien spielen, wo ihr eine Situation managen müsst. Es gibt viele verschiedene Schwierigkeitsgrade und auch die Möglichkeit, aggressive Barbarenvölker oder zum Beispiel auch Stadtstaaten zu deaktivieren. Auch die Karte kann so klein oder groß sein, wie man will, und das Spiel kann pro Runde schneller voranschreiten, wenn man für eine Partie nicht ganz so viel Zeit aufwenden will. Das Spiel unterstützt auch Cloud-Save und Cross-Save, sodass man auf mobilen Geräten unterwegs weiterspielen kann. Was mich laut Steam immerhin 63 Stunden beschäftigt hat, ist XCOM Enemy Unknown und die Erweiterung Enemy Within. Es gibt aber auch Leute, die viele 100 Stunden mit XCOM verbracht haben. Das rundenbasierte Sci-Fi-Taktikspiel gibt's für den PC und über die Abwärtskompatibilität als Xbox 360-Version auch auf den aktuellen Xbox-Konsolen. Der Krieg gegen die Alien-Invasion ist spannend inszeniert und bietet eine Menge Kämpfe, die mit immer neuen Gadgets und Gegnertypen nach und nach interessanter werden. Was manchmal nerven kann, ist, wenn Gegner verfehlt werden, obwohl Soldaten direkt vor ihnen stehen. Glück ist neben der richtigen Positionierung und Strategie eben immer noch ein gewisser Faktor in diesem Spiel. Den moderneren Nachfolger XCOM 2 hatte ich letztens ein weiteres Mal angefangen, jedoch immer noch nicht weitergespielt. Ich weiß nicht so genau, warum ich es das zweite Mal abgebrochen habe, aber ich muss dem Spiel unbedingt nochmal eine Chance geben. Das gleiche gilt für Gears Tactics, welches mir eigentlich ziemlich gut gefallen hat, insbesondere was die Präsentation angeht. Aber auch das liegt noch unfertig auf meinem großen Pile of Shame. Wer den Game Pass hat, kann es übrigens direkt mal ausprobieren. Aktuell spiele ich Warhammer 40k Mechanicus, was mir spielerisch ziemlich gut gefällt. Die Präsentation der Story ist allerdings recht öde und alles wird nur mit endlosen, langweiligen Texten erzählt, die ich inzwischen längst wegklicke. Die Kämpfe sind jedoch gut gemacht und werden im Verlauf des Spiels immer interessanter. Was ich mir übrigens noch irgendwann holen will, ist Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters, das mir ziemlich sicher gefallen dürfte.
Was ich schon in meiner Library habe, ist Warhammer 40k Gladius Relics of War, das ebenfalls ein Rundenstrategiespiel ist, aber eher in Richtung Civilization gehen soll. Ich bin gespannt, ob mir das gefällt. Für Switch-Besitzer ist in der entspannten Rundentaktik-Kategorie auf jeden Fall noch Mario & Rabbids Kingdom Battle zu empfehlen und sicherlich auch das neuere Sparks of Hope, das ebenfalls gut sein soll. Was ich auch noch empfehlen möchte, ist Into the Breach. Mit seinem groben Pixelart-Look und den kleinen Karten scheint es nicht viel herzumachen. Hinter der simplen Präsentation verbirgt sich jedoch ein spannendes, taktisches Roguelike, hinter dem die Macher des hervorragenden FTL stecken. Die meisten Spiele, die ich bis hierher vorgestellt habe, kann man problemlos viele Stunden spielen. Aber es gibt natürlich auch einige Titel, die man mal so entspannt an einem Abend runterspielen kann. Dazu gehört auf jeden Fall das wunderschön gestaltete Abzu, bei dem ihr etwas über 2 Stunden lang eine Unterwasserwelt erkundet und dabei den richtigen Weg aufdecken müsst. Vom Spielumfang sehr ähnlich ist Journey, das ebenfalls eine entspannte Spielerfahrung zusammen mit einer immer noch sehr schön anzusehenden Optik bietet. Beide Spiele lohnen sich meiner Ansicht nach und man kann sie sich gut mal im Sale für ein paar Euro schnappen. Es gibt natürlich noch viel mehr Spiele, die in dieses Video passen könnten. Welche unstressigen Spiele könnt ihr persönlich empfehlen? Schreibt es doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der Videos an, die ich jetzt verlinkt habe. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!